Man stand auf freier Straße, man hatte keine Heimat mehr, kein Zuhause mehr, nur den Himmel und die Kälte. Und wie viele Kinder sind da erfroren, verhungert und so weiter. Als Kind sieht man das in erster Linie als Abenteuer an. Aber wenn man die Toten sieht, die da rumliegen, dann kriegt man schon eine Vorstellung, dass das was ganz Trauriges ist. Dass das ja nicht wiederkommt, um Gottes Willen, das war eine sehr schlechte Zeit. Das Projekt Kriegskinder – Lebenswege bis heute hat Generationen in Ostdeutschland miteinander in Dialog gebracht. Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR konnte über Flucht und Vertreibung nicht geredet werden. Es gab viele Geschichten, die durch das Postulat eines antifaschistischen Staates nicht erzählt werden konnten. Und da ein Stück zu graben, Geschichten zu erforschen, nicht um Schuldfragen zu stellen, sondern sich mit dem Hier und Heute zu beschäftigen, das war uns besonders wichtig. Wir haben im Projekt drei Städte ausgewählt, Schwedt, Neustrelitz und Saalfeld, und haben an diesen Städten im Vergleich modellhaft ausprobiert, gelingt es über Geschichte und Lebensgeschichten, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, verschiedene Generationen in einen Dialog zu führen. Also ich bin Sabine Alt, wohne hier in Feldberg. Also ich gehe jetzt seit 3 Jahren aufs Gymnasium Caroline in Neustrelitz. Ja, also hier wohne ich. Und das da oben, das Fenster, was offen ist, das ist mein Zimmer. Feldberg ist einfach eine schöne Stadt, das ist Natur pur. Das ist hier gerade der Haussee, die Badeanstalt. Und ja, hier bin ich sehr oft baden, eigentlich mit Freunden und alles. Ich bin eine kleine Wasserratte. Also zum Projekt Kriegskinder Lebenswege bis heute bin ich gekommen letztes Jahr in der 8. Klasse. Da sollten wir unseren Bogen ausfüllen, welchen Wahlpflichtkurs wir wählen wollten. Ich habe mich halt für Geschichte entschieden, weil ich mich halt für die Geschichte sehr interessiere. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es wirklich so spannend wird. Also als ich Ilse das erste Mal gesehen habe, habe ich sie gleich eingestuft so als nett. Ich hatte ja auch erst so meinen Bangel davor, wo ich erst gedacht habe, ja okay, vielleicht wären das so Stummgespräche, dass wir uns die ganze Zeit angucken und nicht wissen, was wir sagen wollen. Aber das Reden fiel mir eigentlich relativ leicht. Sabine ist mir sehr sympathisch, sie ist sehr gesprächig, also gesprächsbereit und sehr freundlich, muss ich sagen, also sie gefällt mir. Wir interviewen Zeitzeugen mit der älteren Generation, halt, die im Krieg dabei war. Wir reden mit ihnen, wir versuchen sie zu verstehen, in ihr Leben einzutauchen sozusagen. Aber es ist genauso andersrum, dass sie halt in unser Leben gucken, wie es heutzutage ist. Also ich finde es spannend, einfach zu sehen, wie sie damals gelebt haben, was für Probleme sie hatten, wie wenig Möglichkeiten die vor allem hatten und das mit dem jetzigen Leben zu vergleichen. Das ist eigentlich ein Unterschied von Tag und Nacht. Ende Januar 1945 mussten wir dann unsere Heimat verlassen und wir sind dann, meine Mutter und ich, mein Vater war schon verstorben und mein Bruder Soldat, also mit der Mutter alleine los, aber zu Fuß und dann nachts mit dem Handschlitten. Ein anderes Gefährt hatten wir ja nicht und es war ein Durcheinander, Frauen mit Kinderwagen und Schreien den Kindern, die dann nebenher liefen. Und das nachts bei minus 22 Grad. Es war mehr wie furchtbar, mehr wie furchtbar. Angst hatten wir schon sehr große, weil die Deutschen waren ja auf dem Rückzug. Und da hat man ja auch diese Schauergeschichten gehört, was sie mit den deutschen Frauen immer angestellt haben. Da, wo wir dann untergekommen waren, die hatten so einen Bunker im Garten. Aber das ging dann in einen Erdbunker, möchte ich sagen, da rein. Nicht? Da kamen dann die Russen und haben uns sozusagen empfangen.
Wir waren da auch drei junge Mädchen noch drin, die mussten raus und dann in das Gebäude rein und dann mussten wir uns ergeben. Vergewaltigung. Entweder du parierst oder wir schießen. Ich bin die Hannelore Noack, gebürtig aus Saalfeld und wohne noch immer hier. Mein Name ist Hannelore Freitag. Ich wohne in Saalfeld. Ich bin 76 Jahre alt. Ich finde es toll, dass es dieses Projekt gibt. Dass die jungen Leute mal erfahren, wie unsere Kindheit und Jugend abgelaufen ist. Die Vorbeugung ist schon das Wichtige, dass es gar nicht erst zu Kriegen kommt. Mein Name ist Elisabeth Meinegold, ich bin 15 Jahre alt und wir befinden uns hier in Saalfeld. Also in meiner Familie ist es so, dass sehr viel über die Vergangenheit gesprochen wird. Nicht unbedingt so viel über die Kriegszeit erzählt, aber halt viel über das Leben in der DDR. Also ganz, ganz oft. Das ist kein vergessenes Thema. Mein Name ist Carola Wehl, ich bin Lehrerin am Heinrich-Böll-Gymnasium und betreue also die Schülergruppe, die sich im Projekt mit beteiligt. Wir möchten ein intergeneratives Theaterstück entwickeln und hoffen, dass es uns gelingt und dass wir den Dialog mit den Senioren ein wenig vorwärts bringen. Als erstes Zeitzeugeninterview, also selbst mal interviewt zu haben, das war, finde ich, eine richtig gute neue Erfahrung. Also ich war auch echt positiv überrascht über die Offenheit und auch über die Herzlichkeit, also wie sie auch reagiert hat und was sie vor allem auch mit mir geteilt hat, was sie mir erzählen konnte und wie sie es mir erzählt hat, das hat mich echt gerührt. In Saalfeld haben Schülerinnen des Heinrich-Böll-Gymnasiums an Theaterstücken gearbeitet mit dem Titel Lebenszeitzeugen. Und in diesem Theaterstück haben sie ihre Erfahrungen aus den Interviews weiterverarbeitet. Stürz mich voll ins Leben rein, mein Käfer fliegt. In Schwedt wurde das Theaterstück Nackt unter Wölfen erarbeitet, in dem Jugendliche und Seniorinnen und Senioren gemeinsam auf die Bühne gegangen sind, um sich mit dem Thema Kindheit im Krieg auseinanderzusetzen. Wir haben so mit langsam Improvisationen angefangen. Ich habe erstmal gefragt, okay, was haben Wölfe eigentlich mit Krieg zu tun? Und darauf sind sie erstaunlicherweise ziemlich gut angesprungen und konnten ganz viele Verbindungslinien ziehen. Und dann haben sie auch so einzelne Figuren schon entworfen. Also zum Beispiel gibt es jetzt den Ghetto-Wolf und den Space-Wolf und den adligen Wolf und den Leitwolf. Und wir wissen auch noch nicht genau, wie die Handlung ist. Das entsteht jetzt mit den Interviews. Also die älteren Leute spielen auch mit. Und teilweise Schauspieler spielen auch ältere Leute. Und die sind wahrscheinlich Gefangene der Wölfe. Und die Wölfe befragen sie. So haben wir es jetzt erstmal gedacht. Ob es so bleibt, weiß ich noch gar nicht. Also von dem Projekt an sich erhoffe ich mir natürlich, dass die Jugend etwas mehr begreift über die Grausamkeit des Krieges. Das ist eigentlich so das, wo ich hoffe, dass da irgendwie ein Funke überspringt. Das ist eigentlich das Anliegen für mich, die Hoffnung. Naja, ich habe Sabine gefragt nach der Schule, nach ihren Berufswünschen. Und Sabine hat mir von ihrer Familie erzählt. Wir sind ja dann gemeinsam in die Bäckerei Kowalewski zum Kaffee trinken. Und naja, wir haben uns dann auch über Privates ein bisschen unterhalten. Wenn das wirklich so kommen sollte, dass ich halt... Naja, und dann haben wir uns verabredet fürs nächste Mal. Zu Anfang haben wir uns halt das erste Mal hier getroffen, einen Fragenkatalog erstellt und halt mit Fragen, die wir selber gerne wissen würden. Und dann haben wir halt eine Zeitzeugin interviewt. Also jede Gruppe, wir haben ja 5 Gruppen gehabt. Und jede Gruppe hat dann halt seinen eigenen Zeitzeugen gehabt, den er interviewt hat. Und das haben wir dann aufgenommen mit einer Kamera. Und das haben wir dann ausgewertet, das Wichtigste aufgeschrieben. Und aus dem, was wir aufgeschrieben haben, machen wir jetzt ein Plakat. Oder einige machen drüben zum Beispiel einen Film.
und einige haben auch ein Lied geschrieben. Ich werde heute unser Projekt sozusagen präsentieren, das ich in meiner Gruppe hatte. Wir haben eine Zeitzeugin interviewt und darüber haben wir halt ein Plakat gestaltet. Und das Thema von uns war Kriegskinderlebenswege früher bis heute. Und wir haben das Plakat halt so gestaltet, dass wir ihren Lebensweg in verschiedenen Abschnitten hier halt auch mit verbunden haben. Und dann haben wir dazwischen hier die weiße Schrift noch selber Tagebucheinträge gestaltet und die dann auch dazu geschrieben. Also ich persönlich bin damit sehr zufrieden, auch wie sie das jetzt umgesetzt haben mit dem Plakat. Der Druck finde ich auch recht gut. Eigentlich hatten wir uns vorgestellt, dass im Hintergrund so eine Karte ist von damals noch und dass dann die Punkte halt da sind, wo auch wirklich auf der Karte halt, also dass das halt so gezeigt ist, aber sonst auch so fand ich recht gut. Auch die Gruppenarbeit hat super geklappt und ist eigentlich alles nach Plan gelaufen. Es geht um einen Film über ein Mädchen, das in der Zeit des Krieges geboren ist. Besteht hauptsächlich aus Bildern, die wir eigentlich aus dem Internet haben, aber und auch basiert auf der Geschichte, die wir von einer Zeitzeugin gehört haben. Das war jetzt das erste Mal, dass ich mit einem richtigen Mikrofon gearbeitet habe. Jetzt einfach mal zu sehen, dass das, was man, die Idee, die man hatte, dass die umgesetzt werden kann. Also, das ist schon ganz cool. Also ich finde so eine Projekte eigentlich super, vor allem wenn man da halt auf eine andere Art und Weise was von Geschichte lernt und nicht immer nur Fakten, 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 die man in Hefter schreibt und auswendig lernen muss. Ich finde es persönlich viel besser, wenn man so praktisch lernt, als immer nur theoretisch. So hat die sowas erzählt, dass sie ist ja mit dem Zug geflüchtet und in dem Zug ist dann halt eine Frau neben ihr erstickt und bei manchen Pausen zum Beispiel wurden auch Babys, die mitgefahren wurden, einfach rausgeschmissen aus dem Zug, weil die halt gestorben sind während der Zugfahrt. Und ja, ich meine, sowas habe ich zum ersten Mal gehört, dass sie das überhaupt gemacht haben, einfach Babys rausgeschmissen. Und das fand ich schon ganz schön krass. Nicht irgendwie mitnehmen und dann irgendwo beerdigen, wegen für die Eltern, damit die eine ordentliche Beerdigung haben oder so, sondern dass die einfach lieblos rausgeschmissen wurden. Darf ich dir das mal bringen? Ich glaube, eine ganz große Leistung dieses Projektes ist es, dass sich ganz viele Menschen aufgemacht haben, um über ein Jahr gemeinsam zu arbeiten an dem Thema Kindheit im Krieg. Viele Jugendliche und Seniorinnen und Senioren, die teilweise über eine lange Zeit diese Erfahrung mit sich rumgetragen haben, als Kind im Krieg aufzuwachsen, aber kein Gegenüber hatten, dem sie davon erzählen konnten oder erzählen durften. Und hier hatten sie eine Gelegenheit dazu, das mit anderen zu teilen. Und ich glaube, diese Möglichkeit haben nach anfänglichem Zögern dann sehr viele wahrnehmen wollen. Uns ist hier drüben auch sehr kalt. Das ist eben so. Das ist eben so. Der Anfang war für mich ein bisschen schwierig, weil wir erst viel improvisiert haben und ich wusste noch nicht, wo geht's nun mal hin? Schussposition! Dass die Jugendlichen sich mit diesem Thema befassen und bereit sind, das in Theater umzusetzen, das finde ich ganz toll. Ich wusste nicht, welche Rolle ich denn auch wirklich habe. Die Kinder oder die Schüler, die haben ja schon vorher geprobt, die hatten schon ihre Rollen praktisch, also ihre Positionen so als Wölfe hatten sie schon eingenommen und hatten vorher schon mal ein bisschen geübt. Und ich kam dann so dazu und war dann auch das einzige Opfer. Ja, das ging dann alles auf mich und das war schon manchmal so ein bisschen, wo ich dann gar nicht so richtig wusste, wie soll ich agieren. Ja. Ich das erste Mal eingeladen war, ich sage, ich kann doch mein Leben nicht zum Theater machen. Das geht einfach nicht. Und da wollte ich schon wieder nach Hause gehen. Aber dann haben sie mich doch überredet und die Mädchen haben mich interviewt. Die wollten wissen, wie meine Erlebnisse während der Kriegszeit waren. Und das habe ich denen erzählt. Ich hatte dann doch die Sache so beeinflusst, dass ich mir gesagt habe, die Jugendlichen machen wenigstens was. Die tun was. Und wenn die Alten das nicht unterstützen, ja Gott nochmal,
was soll da werden? Ja, dann sagen die, dann gehen wir lieber chillen irgendwo an der Ecke und trinken eine Flasche Wodka. Für euch ein Tag, wo ihr denkt, ja, wie geht's jetzt weiter? Was kommt jetzt? Ihr habt mir viel Denkaufgaben gegeben, habt mir viel Aufregung hinterlassen, habt mir auch eine ganze Menge Dinge gesagt, die ich ungerecht finde, wo ich den Part oder den Ball zurückschmeißen könnte, wenn ich wollte. Ich möchte das aber nicht tun, sondern möchte nach vorne blicken mit euch. Und genau dieser Prozess ist wichtig. Das wird in eurem Arbeitsleben, das wird in eurem Familienleben, das wird in eurem Liebesleben auch immer so sein. Jetzt habe ich eine Methode, die möchte ich euch vorschlagen, wie man einen Konflikt bearbeiten kann. Das Verfahren heißt Open Space. Da gibt es vier, ich nenne es mal Arbeitsgruppen, vier Thementische oder Themenkreise. Und dazu würde ich jetzt gleich gern euch einladen, so ihr euch das vorstellen könnt. Wie ist es denn sonst gedacht? Ja, und dann kommt das aber wirklich nur in seinem eigenen fünfmal, zweimal die Strophe. Ja, und dann ist es danach und aber wieder was ganz anderes, wenn er das gleich kann. Man kann doch nicht sich einem unterordnen, wenn die Klasse nicht dafür ist. Nachdem das jetzt so gelaufen ist, würde ich echt was unternehmen und mal Gegenwart leisten. Versucht's doch mal. Kriegszeit eine schöne Kindheit. Das waren alles Einzelerlebnisse, das war nicht das Dominante. Ja, eben. Und als Kind hat man das auch gar nicht richtig mitbekommen. Keinen Mist erzählen. Sitz! Pfötchen. Halt's Maul. Verpiss dich. Sitz! Pfötchen. Halt's Maul. Verpiss dich. Ich war dort als Zuschauer und ursprünglich war ich der Meinung, naja, darüber kann man, damit kann man kein Theater machen. Aber die haben das eigentlich so schön dargestellt, dass ich das auch verstanden habe. Ich wollte mit einem Soldaten wieder in meine Heimat, nach Leipzig. Und den haben sie uns haben sie dann in Neiße abgefangen. Das heißt also die Feldgendarmerie, die sogenannten Kettenhunde, die haben dann über den Mann, der desertiert war, ein Gericht gehalten und da wurde dann standrechtlich zum Tode verurteilt und vor meinen Augen erschossen. Ich habe jahrelang darunter gelitten und ich habe heute noch Albträume. Wenn es mir schlecht geht, habe ich heute noch Albträume und sehe Kriegshandlungen und so weiter. Und das kriegt man einfach nicht los. Ich war jetzt auch bei einer psychologischen Behandlung. Und er hatte mir gesagt, damit müssen Sie weiterleben, das kriegen wir nicht mehr hin. Das Kreuzbein ist oberhalb des Fuß. Nicht wirklich. Vielleicht ein kleines bisschen gespannt, ob alles gut läuft. Vielleicht bei dem Part beim Singen, weil ich ein bisschen Halsschmerzen habe, dass es schief wird. Ja, und ansonsten, ich denke mal, die anderen bekommen das uns auch alle ganz gut hin. Mit einem Zitat antworten, das einst
der Dichter Rainer Maria Rilke sagte. Und zwar, man muss das Leben nehmen, dann wird es werden wie ein Fest. Aber manche von uns sind drauf reingefallen. Die Schüler haben es wunderbar gemacht. Bei uns war es noch ein bisschen stockend, aber es fallen einige Steine jetzt vom Herzen. Ich bin sehr zufrieden. Es war natürlich sehr, sehr anstrengend im Vorfeld. So, man lässt ganz schön nerven den letzten 3-4 Tage. Aber jetzt bin ich echt zufrieden. Das zentrale Projekt in Saalfeld war eine Ausstellung mit dem Titel Fundstücke, an dem viele Personen im Projekt mitgewirkt haben. Jugendliche, die die Interviews dafür geführt haben, die dann in Audiostationen in der Ausstellung präsentiert wurden, und ältere Menschen, die Erinnerungsstücke an die Zeit während des Zweiten Weltkrieges zur Verfügung gestellt haben. Also wir haben mehrere Stationen hier in dieser Ausstellung. Beginnen praktisch mit den Jugendorganisationen, also Hitlerjugend, alles was dazugehört. Ein großer Schwerpunkt sind die Bombenangriffe. Wie haben das Kinder erlebt? Was erzählen sie heute noch darüber, die Menschen? Also wenn ich mir das hier so angucke, krass, dich nochmal, ne? Ja, das sowieso. Die obere Saalstraße ist nicht so bombardiert worden wie die untere. Wo der Bahnhof war. Weil man ja den Bahnhof treffen wollte. Und vom Bahnhof nach oben ist eben viel kaputt. Da stand ja auch ein großes Hotel unten am Bahnhof, gell? Ja, ich war furchtbar. Ich war furchtbar. Ja? Ich auch. Ich hatte mehrere Bilder zur Verfügung gestellt, aber das hier haben sie halt genommen. Und das war bei uns im Hof. Und... Hast du Puppenwäsche oder richtige Wäsche gewaschen? Wenn ich damit in die Kirche bin, da hatte ich ein bisschen Kirschen. Mit der Zeitzeugin, die ich jetzt halt für die Dokumentation interviewen sollte, mit der habe ich eine gute Beziehung aufgebaut. Wir verstehen uns super und... ja, ich mag sie. Sie ist auf eine Art und Weise auch irgendwie süß. Also. In Sabine kann ich mich teilweise auch wiederentdecken, denn ich musste ja auch mit 14 Jahren schon arbeiten. Und Sabine ist vor allen Dingen ein fleißiges Mädchen. Und ich finde, dieser Wille ist schon sehr hoch anzurechnen. Trotz der Schule, wo auch immer viel verlangt wird, ja, dass sie hier noch täglich arbeiten geht. Also das Kriegskinderprojekt hat mir sehr gut gefallen. Es hat meine Ansprüche komplett übertroffen. Das war eine komplett andere Erfahrung, weil man ja auch einen komplett anderen Einblick in die Kriegszeit von damals kriegt. Weil man ja immer nur was im Fernsehen sieht und hört und in Büchern liest, sag ich jetzt mal. Aber so richtig persönliche Geschichten halt nicht immer zu hören bekommen. Naja, mir hat besonders gefallen, dass wir so offen sprechen konnten. Und dass sie sich auch dafür interessieren, was gewesen ist und wie das alles verlaufen ist. Denn sie selber haben ja auch diese schwere Zeit gar nicht miterlebt. Also ich habe auf jeden Fall eine andere Sicht, würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe immer noch die gleiche Sicht wie damals, nur halt mit mehr Einblicken. Dass ich mehr über den Krieg weiß, auf jeden Fall.